Und hiermit begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Enderal. Wir sind jetzt hier mit der Unterbahn wahrscheinlich zu unserem Zielort gefahren. Jedenfalls scheint es so, denn die Bahn bewegt sich nicht mehr. Jesper hat uns gefragt, hat gesagt, aufwachen, wie fühlt ihr euch? Und so wie man sich fühlt, wenn man seine eigene Leiche gefunden hat, schätze ich. Den Umständen entsprechend, wie lange sind wir gefahren? Das ist, glaube ich, die bessere Antwort. Ich bin auch eingenickt, aber 7, 8 Stunden werden es schon gewesen sein. Sehr interessante Maschine, diese Unterbahn. Komm, lass uns mal rausgehen. Ja, gerne. Ups, ich bin aber schnell aktionsbereit. Auch interessant, dass hier nur zwei Betten waren. Hätte ja Konstantin eh nicht mitgehen können. Aber gut. Oh, jetzt gehen wir zum alten Bahnhof. Bin ich ja mal gespannt, was uns da so erwartet. Weil anscheinend waren ja irgendwie irgendwelche Viecher in dem Tempel. Ist auch die Frage, wie kommen die denn da rein? Diese großen. Ganz großen Tiere Scheint, da. als hätte man uns einen Empfang Okay, mal überlegen. Okay. vorbereitet. Ach ja. Es ist ja schon irgendwie ganz schön viele Gegner. Ach so, aber die sind alle nicht stark. Also, was heißt nicht stark? Hey, Kumpel. Sag mal, von wo wäre ich denn eigentlich abgeschossen? Ich weiß es gerade gar nicht. Okay, das ist zu viel. Genesungstrank muss ich jetzt leider nehmen. Euer Kanistenfieber hat sich verschlimmert. Dies wirkt sich negativ auf eure Charakterwerte aus. Sind wir schon bei 70? Ist natürlich richtig kacke. Ah, da oben ist einer. Viel zu einfach. Ja, du sagst es. Es ist irgendwie doch einfacher als gedacht. Moment, da oben ist noch einer. Habe ich natürlich voll verfehlt. Jetzt. Ja, Gott sei Dank waren die auch recht schwach. Was das natürlich nur am Anfang irgendwie mehr oder weniger krass macht, aber dann doch. Dann denkt man sich dann doch, oh, ist gar nicht so schlimm. So. Hallo? Ach so, du läufst einfach wieder vor. Ich warte jetzt hier mal ganz kurz. Ich will nur gucken, ob er läuft. Ich würde mich hier echt gerne umsehen. Darum speichere ich jetzt mal hier ganz kurz. Und dann ziehe ich mich um. Jesper, du bleibst da, okay? Ich hoffe zumindest, dass er da bleibt. Letztes Mal hat er ja gemeint, nee, da bleiben ist nix für mich. Ich bin eher so der Typ, der auf Reisen geht, und auch gerne voranpirscht. Ja gut, aber jetzt scheint er doch ziemlich, wie sagt man, standhaft zu bleiben. Der Eingang ist natürlich jetzt zugeschüttet. Wie immer wollte ich vielleicht nur mal ganz kurz gucken, ob es hier nicht vielleicht irgendwas zu looten gibt. Man weiß ja nie. Kann ja sein, dass es hier irgendwas Cooles gibt. Was mir gerade aufgefallen ist, die haben natürlich komplett den gleichen Bahnhof genommen. Hier auch wieder dieses Loch am Boden. Finde ich jetzt nicht so super. Aber kann man es ihnen verübeln? Wahrscheinlich nicht. Naja, gut, sie hätten wenigstens ein bisschen Abwechslung reinbringen können. Aber gut. Ist jetzt auch nicht so. Ja, das Auswahlkriterium. Wäre halt schön gewesen, wenn es so gewesen wäre. Okay, kein Loot. Jedenfalls sehe ich keinen. Gut, Jesper. Dann kleine Quicksave. Und dann können wir. Ach, verdammt. Jetzt ist er schon wieder vorgelaufen. Ah, da hätte ich vielleicht nicht quicksaven sollen, sondern eher laden sollen. Weil wenn er jetzt schon wieder sprintet, ist er ja ziemlich scheiße dann. Na gut. Aber bevor wir das letzte Mal hochgegangen sind, um oben zu gucken, war er ja noch in der Nähe. Gut. Oh. Eine schöne Insel. Oh. Ein Bär. Jesper, jetzt ist nicht die Zeit zum Reden. Das ist nämlich ein Panther und kein Bär. Das sah kurz aus wie ein kleiner Spatzbär. Hab ich ein bisschen verirrt. Ich meine. Habe ich ein bisschen falsch geguckt. Aber Jesper ist unser Tank. Und wenn wir einen Tank haben, ist das alles ganz easy. So, willst du noch reden? Oh, nice. Kriegen wir ein bisschen Pelz. Auch eine schöne Musik. Das ist musikalische Untermalung. Das finde ich gerade ein bisschen komisch. Der wollte gerade mit uns reden, da bin ich mir sicher. Das heißt, irgendeinen Dialog haben wir jetzt, glaube ich,
unterbrochen. Finde ich, sowas finde ich dann schon ziemlich schade. Weil das ja Sachen sind, die zum Spiel gehören, die man dann verpasst. Und jetzt nicht solche optionale Sachen, sondern Sachen, die eigentlich dazugehören. Hätte ich vorhin eigentlich auch machen sollen, dass ich die aussaug. Na gut. Aber warum haben wir denn keinen Mana bekommen? Achso, ja gut, Panda hat keinen Mana. Ist doch irgendwo logisch. Das ist okay, das ist dann ein kleiner Nachteil. An der, wo ich vorher mal gedacht habe, perfekten Strategie zum Überleben. Was kommt denn da auf uns zu? Dass es sogar die Musik einsetzt. Ah gut, verlorene. Ja, wie gesagt, dass wir nur Mana bekommen, wenn die Tiere, die wir aussaugen, Mana hatten. Ist ja auch irgendwie logisch. Aber gut. Und ich sollte mich mal erkundigen. Haben die irgendwas Tolles? Nee, haben die nicht. Und ich sollte mich mal dringend erkundigen, wenn wir mit dem entropischen Bogen schießen, ob wir dann besser werden, wenn wir Bogenschießen leveln, oder ob wir besser werden, wenn wir Entropie leveln, sozusagen. Das ist nämlich eine wichtige Frage. Habe ich ja schon vor ein paar Folgen gesagt. Jetzt gefällt mir das ziemlich gut, so wie wir das haben. Es ist einfach ein guter Hybrid. Was natürlich kacke ist, weil man kein Damage macht, aber das waren Mobs, die 5 Level über uns waren. Von daher. Na, nenn mich doch einen schwangeren Leoren. Das ist tatsächlich die Mondscheininsel. Ich glaub's nicht. Und das da vorne ist wohl Taranor Koareks Lager. Ich würde sagen, wir teilen uns auf. Wenn sie dann einen von uns erwischen, hat der andere immer noch eine Chance. Hier ist deine Silberplatte. Ich werd's von Osten aus versuchen, geh du von Westen aus ran. Und ja, nicht erwischen lassen oder den Helden spielen, in Ordnung? Gegen eine ganze Armee hast selbst du mit deinen Gaben keine Chance. Was wäre ein geeigneter Ort für die Silberplatte? Naja, eigentlich überall. Aber ein Offizierszelt oder gar das Zelt ihres Anführers wäre natürlich perfekt. In Ordnung, legen wir los. Wir treffen uns genau hier wieder, bei Tagesanbruch. Bis gleich. Ja, dann hoffe ich mal, dass wir das überhaupt schaffen. Okay, ich habe mich ganz kurz gewundert, warum Silberplatte. Aber ist auch irgendwie logisch. Die Silberplatte soll uns... damit kann man Leute aushören, ausspionieren. Sagst du noch was? Nee. Also wir sollen von Westen rangehen und er will von Osten rangehen. Wow! Das hat mich jetzt ein bisschen erschrocken, bin ich ganz ehrlich. Ich bin auch irgendwie ein bisschen schreckhaft in so Spielen. Rechne natürlich immer damit, dass es ein Horrorspiel wird. Nee, also das wirklich nicht, aber... ich schreck mich trotzdem gerne ganz leicht. Puh. Okay, dann sollten wir ein bisschen mit offenerem Auge hier durch die Gegend ziehen. Und wir sollen es von Westen aus versuchen? Heißt es jetzt hier direkt in den Dschungel? Wahrscheinlich nicht. Wohl. Gut, wir können hier oben mal quicksafen. Zack. Und wenn ich jetzt wüsste, wo schon das Lager sein soll, denn von hier aus sehe ich noch nicht so viel. Ich sehe eine Ramme. Aber jetzt noch keine Personen. Ist das da vorne schon das Lager? Sollen wir hier wirklich schleichen? Oh! Moment. Da fällt mir eine Sache ein, und zwar folgende. Wir werden jetzt hier einfach mal leveln. Denn wir haben, glaube ich, noch einen Levelpunkt, den wir nicht verwendet haben. Glaube ich zumindest. Wenn doch, dann wäre es hier jetzt sehr sinnlos. Werde ich aber trotzdem nicht rausschneiden. Ha. Und zwar folgendes. Psionischer Schleier. Hüllt euch für einen kurzen Zeitraum in einen psionischen Schleier, der euch unsichtbar macht. Aktionen wie Angriffe oder Aktivieren unterbrechen den Effekt. Für 5 Sekunden. So. Das wollte ich eigentlich haben. Denn jetzt können wir uns unsichtbar machen. Und das wird es, glaube ich, ein bisschen erleichtern, hier durchzugehen. Und ich hoffe jetzt echt, dass das Spiel nicht abschmiert. Ich hoffe, dass ich das am Ende schneiden kann und dass es dann gleich weitergeht. Ich kann dir mal ganz kurz dann schon mal erklären, warum ich das so mache oder was ich gerade ganz cool finde. Mit Entropie kann man anscheinend alles machen, denn wir haben jetzt nicht ins Schleichen skillen müssen, denn wir können ja unsichtbar werden. Gut, und jetzt hoffe ich, dass es nicht abschmiert und ich schneide dann zusammen.
Na gut, ich sag mal so, das muss ich jetzt eigentlich nicht schneiden, so kurz wie das war. Da vorne ist ein Typ, jetzt sehe ich ihn auch. Wir leuchten auch so komisch. Ich weiß so gar nicht, was das heißt. Jesper, bist du schon weg? Oder stehst du da noch irgendwo? Ja, der steht da noch. Ganz komisch. Egal, scheiß auf Jesper. Ich will ganz schnell in die Magie reingehen. Und das neu gefundene psionische Schleier. Zack. 50 Sekunden aufladen. Ich glaube, wenn wir auch so einen Zauber machen und dann wechseln sollten, ist das Aufladen trotzdem noch da. Das heißt, wir sind immer noch blockiert. Ich würde auch eigentlich gerne hier so schleichen, aber... Versteckt. Entdeckt. Ich glaube aber irgendwie, dass das hier nicht so viel bringt, wenn wir hier so schleichen. Wir können auch einmal umswitchen hier. Und zwar... Warum haben wir nichts ausgewählt? Und zwar das Schwert. Und den Schild. Versteckt, entdeckt. Und wenn sie sich weigern? Dann heißt das Krieg. Die Götter haben die Welt lange genug verpestet. Dir ist klar, dass das den Tod tausender Unschuldiger bedeuten würde. Unter Götzenkranken gibt es keine Unschuldigen. Religiosität ist eine Weltanschauung. Und Weltanschauungen sind nicht angeboren, man entscheidet sich jeden Tag aufs Neue für sie. Und ein Untertan, der gegen einen Tyrannen nicht aufbegehrt, ist mindestens genauso schuldig wie der Tyrann. Aber das sind alles noch ungelegte Eier. Sehen wir mal, wie einsichtig sich dieser alte Narr zeigt. Ja, tun wir das. Das sind auch sehr dumme, wie sagt man, Sachen, die dir das sagen. Finde ich zumindest. Schleichen wir uns trotzdem mal weiter. Die Sache ist nämlich die mit den Welt. Mit den Weltanschauungen. Natürlich entscheidet man sich dafür, aber je nachdem, wie man aufgewachsen ist und wie man das mitbekommen hat, wird man trotzdem gelenkt und entscheidet sich trotzdem auch nicht freiwillig dafür. Zumindest nicht der ersten, keine Ahnung, 20 Jahre seines Lebens. Man wird immer ein bisschen voreingenommen sein von dem, was man erlebt hat und Co. Und sich gegen den Tyrannen aufzubären, ist jetzt auch nicht super einfach. Viele Menschen würden sich zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg nicht gegen Hitler so direkt auflehnen, weil sie dann einfach sterben würden. Das sind nun mal so Sachen. Aber gut, scheiß in die Remisen. Ich hätte es ja gern ausgeschalten und mir ein bisschen Mana geholt. Aber es ist, glaube ich, dann doch ein bisschen zu gefährlich. Und irgendwie fühle ich mich nicht so gut beim Schleichen. Ich glaube, ich bin ein schlechter Schleicher, sozusagen. Aber ich gebe mein Bestes, auf jeden Fall. Ja, ganz schnell mal gucken, ob wir da oben hochkommen. Das wäre natürlich ein Spitzenschleichpunkt. Oh, perfekt. Ja, also wenn wir nicht gut im Schleichen sind, wer dann? Natürlich ist die Mauer hier jetzt ein kleines Hindernis. Auch nur ein ganz kleines. Und hat uns überhaupt nichts gebracht. Komme ich da wenigstens da hoch? Ich habe so ein Gefühl, dass das Spiel nicht damit rechnet, dass wir hier oben rumgehen. Oder hier oben. Obwohl. Ich hoffe jetzt, dass ich mich hier einfach nicht verbacke und laufe trotzdem mal weiter. Ah, sieht aber ganz schön schlecht aus. Ne, hier sind wir auf jeden Fall falsch. Ja. Hier sind wir auf jeden Fall falsch. Und zwar so falsch, dass ich laden muss. Ich? Warum stand da gerade ich? Oh Gott. Was habe ich da übersehen? Oder ausgelöst und nicht miterlebt? Ich soll mich doch vorbeischleichen, dachte ich. Und ich dachte nicht, dass ich die töten sollte. Oh. Ist das etwa ein Bär, ein toter Bär? Oder schläft der? Nein, die Spinne ist auf jeden Fall relativ lebendig. Hallo? Bär und Spinne? Sieh mal einer an. Das Gossenkind hält sich wacker. Ah, jetzt können wir wieder mit dem reden. Ihr seid die Wesen aus dem Traum, die Hohen. Was wollt ihr? Entsprechende Bär? Wenn ihr beängstigend wirken wollt, müsst ihr noch etwas üben. Erst ein Traum, jetzt irgendwelche Tiere, durch die ihr zu mir sprecht. Warum das Puppenspiel? Habt ihr Angst? Ja, gib mir mal ein bisschen Paroli.
Ob wir Angst haben? Ja. Ihr amüsiert uns. Wisst ihr das? Wie ihr nicht aufgeben wollt. Wie ihr euch weigert, die Aussichtslosigkeit eures Kampfes einzugestehen. Aber dennoch, ihr seid weit gekommen. Ihr habt den Siegelstein entfacht und das Leuchtfeuer gefunden. Und das erhaltet uns. Nichts ist schöner als eine Ernte, die sich wehrt. Das macht es so viel spannender. Daher also unser Angebot, Prophet. Stellt uns die Fragen, die euch auf dem Herzen brennen, und wir schwören euch wahrheitsgemäß zu antworten, oder ihr geht. Es liegt bei euch. Könnte natürlich eine Falle sein, dass die uns irgendwie abhalten wollen. Aber eure Lügen könnt ihr jemand anders erzählen. Vergesst es. Nee, aber ich habe schon eigentlich Fragen. Ich habe nur jetzt so die Angst, dass wenn ich jetzt die Fragen stelle, dass vielleicht ich, wenn ich es nicht tun würde, Jesper helfen könnte. So wiederum kriege ich meine Antworten, aber Jesper stirbt vielleicht. Dass das so eine Entscheidung ist. Aber verdammt, die Fragen würde ich schon gerne... Dann muss ich selbstsüchtig sein und sagen, schön. Fangen wir mit der Frage an. Warum ich euch auch nur eine Sekunde lang glauben sollte, dass ihr die Wahrheit sagen werdet. Das müsst ihr entscheiden. Los, Gossenkind. Fragt oder geht. Brennen werdet ihr in jedem Fall. Aber manchmal ist die Hoffnung auf Rettung allein schon etwas wert. Okay, wir haben jetzt viele Fragen. Ich lese sie mal vor. Warum sind die Neremesen hier? Ich habe keine Fragen mehr. Warum ich? Warum bin ich einer der Boden geworden? Das Leuchtfeuchter, diese Maschine. Was ist es wirklich? Und die Antwort auf diese Fragen kriegen wir nächste Folge. Denn diese Folge ist am Ende. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis demnächst.